Okay, Leute, es geht weiter mit Avalon Court. Und sehen wir uns mal an, was hier alles hier gibt. Okay. Was? Gab es davor sowas? Ich gehe mal raus. Ich gehe mal auf die Ebene. Da stand irgendwas mit Juwelen. Ich habe mir gerade auch Juwelen bekommen von diesem komischen Macker da, von diesem Bruder. Der Frau da. Okay, wir sollten irgendwie zu den Dreiweg-Ruinen oder so. Da gab es hier irgendwelche Juwelen für uns. Das sehen wir uns doch mal gleich an. Ach, Fettsack. Hey, ich bin wichtig, ey. Oh nein. Nein. Nein, Puschel, nein. Ich will keinen Kontakt. Ah, da. Was zum Teufel ist das denn? Schau mal drauf, so, hier gibt es tonnenweise Schätze. Komm, nehmen wir sie mit. Die mystischen Juwelen werden noch von einer Weile auftauchen. Achso, ich soll die einsammeln, okay. Was ist das denn? Was sind das denn für Schätze? Okay, ich hab alles. Das Spiel ist beendet. Ja. War das jetzt alles? Okay. Bin ich irgendwie umsonst hergekommen, denke ich jetzt mal. Okay. Verschwinde. Und du? Verschwinde. Oh, scheiße. Puschel-Alarm. Puschel. Ich mag keine Puschelmuscheln. Die machen immer zu viel Prische. Raus mit mir! Raus! Ach, jetzt kommt's noch hier. Was soll ich jetzt machen eigentlich? Wir sollen jetzt zum Schloss gehen, okay. Das machen wir doch gleich mal. Aber davor gehe ich noch woanders hin, oder? Gucken wir mal, aber irgendwie war merkwürdig. Wir könnten ins Schloss schon sofort reingehen und waren im Verlies? Schon heftig, aber... Gucken wir uns mal weiter an. Warte, ich habe jetzt mit allen geredet. Warte, habe ich eigentlich den Sohn eigentlich analysiert? Ich glaube nicht, oder? Oder habe ich das schon im letzten Video? Warte, habe ich Gustav eigentlich analysiert? Das weiß ich gar nicht. Verdammt. So. Ah, haben wir noch nicht. Was war das denn bei Gustav? Das will ich mal wissen. Charaktere. Juan. Was ist das denn? Silber! Vielleicht ist es ja gut. Gucken wir uns mal an. Silber. Waffen. Schwert. Dahin. Verdammt. Verdammt mich nochmal. Warte, wenn ich das hier... Warte, wenn das so ist, dann kann ich doch... ich habe irgendwas Geiles vor. Waffen. Ah, nicht Waffen. Charaktere. Rohren. Das hier rein. Okay. Inhalt. Ach, Waffen. Okay, jetzt versuchen wir es mal. Vielleicht kommt da was Geiles raus. Vielleicht auch nicht. Gucken wir einfach mal. Okay, gerechtes Katana ist jetzt so. Und Silber. Verdammt noch, warte, ist sie jetzt gestiegen oder nicht? Ich weiß sie gar nicht jetzt. Warte, gucken wir mal. Ich habe nicht darauf geachtet. Jetzt das. 68. Okay, ich habe da eine Idee. Probieren das mal aus. Das hier. Charaktere. Rohan. Nein. Wo zum Teufel ist das jetzt? Was suche ich eigentlich gerade? Das weiß ich gar nicht. Ich suche irgendeine Scheiße, ich weiß nicht was. Das brauchen wir auch noch. Für den Schlüssel. Oh, hier sind die ganzen Teile, okay.
Ah, verdammt. Verdammt, okay, der Kleine hat das. Okay, Objekte. Ich glaube, jetzt können ihn diese Schlüssel. Das hier. Okay. Charaktere. Rohan. Ah, ich muss auch zu Granatum, aber egal, wir gehen mal so wieder. Ist ja nicht so schlimm. Da kann ich gleich die ganzen Charaktere sehen, die wir haben bisher. Warte, ich glaube, das war der. Achso, das ist der Bruder Romania, irgendwas. Franziska. Da ist der Perverse. Da ist der Räuber. Da ist die Katze. Das ist der Vater. Das ist der Sohn. Okay, das haben wir jetzt auch. Nee, 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 nee. Die ist böse. Nein, Inhalt, Objekte. Das hier. Nicht das hier. Schlüssel. Okay. So. So. Blindschlüssel. Okay, das haben wir jetzt auch erledigt. Jetzt gehen wir da rein. Warte, ich muss mal wissen, ob ich diesen Macker da analysiert habe. Das ist jetzt wichtig. Vielleicht hat er irgendwelche wichtigen Items. Ah, haben wir noch nicht. Junger Mann, Duran. Gut, seine Stufe ist gestiegen. Okay. Buu hat sich gelevelt. Super, super, super. Nee, nee. Du hast es geschafft. Mit der mentale Kraft ist gestiegen. Okay, den Sohn haben wir jetzt analysiert. Super. Blitzmeldung, was ist jetzt los? Was? Einzelheiten unbekannt. Riesige Kreatur gesichtet im unterirdischen Lago de Averno. Einzelheiten unbekannt. Scheiße, das ist irgendwo da hinten. Bei Granatum-Ebene. Okay, das werden wir gleich da hingehen und machen. Ist ja klar. Ach, Objekte, Schlüssel. Das. Hä, willst du mich ja verarschen oder was? Du willst mich doch verarschen hier. Verdammt. Okay. Anscheinend geht's jetzt nicht. Da gehe ich mal in diese komische Gegend, wo das hier gesagt haben. Nee, 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 nee. Und ich erspare euch den Weg dahin, deswegen mache ich das mal ganz schnell, wenn ich jetzt da gleich ankomme auf der Grana-Ebene. Seht ihr mich dann bei dieser Avalon, nein, diese De-Avagon-Höhle, irgendwas. Also kurze Pause. Okay, es geht weiter. Irgendwie ist was gekommen, als ich da reingegangen bin. Hä? Ich bin hier. Ach so, das ist das Monster, was er meinte. Ich meine, was würde ein Held sonst tun? Bitte, natürlich hab ich keine Angst. Ach du Schande, es hat uns bemerkt. Verdammter Spasti, wieso? Verdammt, okay. Okay, das haben wir jetzt gemacht. Das hier rein. Das hier raus. Okay, es ist ein normaler Ritter dann. Und wo ist er jetzt? So, so, so. Okay, das habe ich nicht erwartet, dass jetzt sowas kommt. Egal, zum Glück habe ich noch schnell Aufnahme gemacht, dass ihr sehen könnt, was passiert ist. Also, das ist genau passiert, als ich in den Wald reingekommen bin. Nichts ist davor passiert und so. Okay, ich habe ihn besiegt. Puh, wir haben gewonnen. Was für Gewirr. Du hast mich wirklich gerettet. Selbst ich als Held war kurz etwas beunruhigt. Doch, du hast es wirklich was auf den Kasten. Danke, dass du mich gerettet hast. Jetzt kann ich weiter meine Blumen pflücken. Warum mir das so wichtig ist? Weil es so gut seinem Helden wie mir passt. Jemand, der mich vor langer Zeit einmal rettete, gab mir diese Blumen. Deshalb gibt mir die Blume jeden Tag Mut. Bis später dann. Wegen dir, Spasti, bin ich jetzt wieder hier. Verdammt. Du Fettkopf, ich hasse dich. Ach, okay, ich bin jetzt in der Höhle. Ich habe was Neues gemacht. Also das Silberteil, was ich ja bekommen habe. Nichts das hier. Habe ich jetzt ausgerüstet. Boah. Warte, ich denke mal, es gab doch eine kleine Flamme, die ich noch hatte, oder nicht? Aber egal, jetzt hat die Stärke von 95. Boah, das ist heftig. Silberkatana mit Feuerelementen. Super. Jetzt müsst ihr einfach hier durchgehen.
Wir müssen ja sowieso nichts mehr machen, weil wir das schon gemacht haben. Das ist doch klasse. Nee, 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 nee. Die Musik ist geil. Okay, da waren wir schon durch. Boah, das war knapp. Okay, da oben waren wir, das war klar. Hier war die Höhle. Nee, 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 nee. Okay, jetzt schlagen wir das hier, um unser Leben aufzufrischen. Super. Jetzt gehen wir dahin.